Hallo ihr Hallo. Lieben, wir öffnen heute die Geschenke vom Fan-Treffen in Köln. Ich glaube, das war am meisten, das Video wird gut lang werden. Eine Stunde tippe ich mal. Mehr. Schauen wir mal. Ich fange jetzt einfach mal hier an, das ist ein bisschen durcheinander, weil wir mussten die Sachen in die Tüten einstopfen. Ich glaube, das war ein Geschenk. Ein Federmäppchen. Ja. Oh. Ein richtig tolles. Du hast, ja. Lassen wir es drin, da ist ja. So ein Schaumstoff drin, damit es nicht verknickt. Den brauchen wir bestimmt mal irgendwann. Ja. So, dann haben wir da noch was drin. Guck mal. Oh, wie die Maus. Ein Winnie-Teil. Oder wie heißen sie wieder? Beanie Boo. Genau, so schaut er aus. Ganz putzig und drollig. Lass mal zuschauen. So. Da ist was drin, da ist was drin. Ich höre. Da ist was drin, Leute. Für mich. Oh. Für mich Nagellack. Für mich Nagellack, Leute. Ich habe Nagellack bekommen. Mach's mir gleich mal drauf. Na, der machst du jetzt nicht. Warum? Also, wir haben, so wie es ausschaut, drei nagelneue Nagellacke. Schwarz für Kies und Rot. Und da noch. Ah, das ist so ein Badetuch, wo dann aufgeht, ist zusammengepresst. Genau, das war in der Netto-Tüte. Genau. Also wir haben bekommen in einer Tüte drin zweimal Schauma und zweimal Duschgel. Wow. Und dann haben wir Schuhe bekommen, da habe ich mich schon unterhalten. Gönn die mir. Sind Disney designed. Ist aber Größe 37, Millet hat 30, da brauchen wir noch eine ganze Weile zum Warten. Ich muss anziehen, meine sind die. Aber richtig schöne Stiefel. Darf ich die nicht haben? Die passt mir doch, guck. Passt dir. Von Topmodel. Topmodel. Ich liebe Topmodel manchmal öfters. Okay, mit einem Brief drin. Hallo Mille, ich hoffe, dir gefällt das Topmodel-Buch mit einem Notizbuch und das Handtuch. Ich freue mich schon, euch zu sehen. Ich hoffe, dein Vater, deine Mutter und dein Bruder freuen sich auch über die Geschenke. Tut mir leid, dass ich nur so kurz da bin, aber ich brauche eine Stunde mit dem Zug bis nach Hause und habe danach, nach dem Fan-Treffen, noch Eishockey-Training. Wenn ihr ein Video macht, also über die Geschenke von mir und den anderen, könnt ihr ruhig das Foto zeigen, da ich selbst einen YouTube-Kanal besitze. Ich bin 12 Jahre alt, ich hoffe, Millet passen die Violetta-Stiefel. Liebe Grüße. Guck. Lina Marie. Guck, die gehören mir. Guck. Also genau, Leute. Also, Bild zeige ich jetzt trotzdem nicht. Danke nochmal für die tollen Sachen. Ey, guck, sie hat gesagt, das sind meine Stiefel. Genau. Und die Stifte haben wir wohl vergessen drin, he? Die waren fürs Autogramm schreiben bestimmt dabei. So, jetzt machen wir mal das große Paket. Millet und Selen. Was hast du noch? Cute Baby Millet, ich finde euch total toll. Das kommt jetzt wieder von Lara Ende, das ist wahrscheinlich in die Tüte gerutscht. Zeig's mal, schaut schön aus. Raus. So. Mm. Oh, du hast einen armen Teddybär gestochen. Oh. Oh mein Gott. So. Mein Pferd. Kennst du die? Oh ja. Oh ja. Hallo Mille, ich heiße Michelle. Ich habe schon einmal einen Brief an euch geschrieben. Fanpost Teil 10, habt ihr meinen Brief geöffnet. Ich finde euch cool, ihr seid die besten YouTuber der Welt. Ich bin 9 Jahre alt und bin in der 3. Klasse. Ich hoffe, dass euch meine Geschenke gefallen. Liebe Grüße von Michelle, okay, und ihrer Familie aus dem Sauerland. Mhm.
Mili. Okay. Die kenne ich auf jeden Fall. Genau. Das nette, hübsche Mädchen hier, ich decke es jetzt mal zu, war mit uns bis zum Schluss da. Wir sind dann mit ihr und ihrem Papa noch an Imbissstand gegangen, gell? Haben noch einen Kaffee zusammen getrunken und Pommes gegessen. Und sie war dann die Letzte, die sich von Millet verabschiedet hat in Köln, gell? So, also war auf jeden Fall nett mit euch. So, was haben wir jetzt alles drin? Ein Hengst, ein schwarzer Hengst. Kuscheltier. Aus dem steht da drauf, Papa von Millet. Ist meine Box. Gell? Meine Süßigkeitenbox. Oh. Oh, schau mal. Center-Schocki. Was ich alles drin habe. Kekse, Bonbon. Aber darf ich das Center-Schock haben? Center-Schock gehört auch Papa. Oh, das glaube ich dann in der Nacht. So, wir haben Haribos. Was? Ein Bild? Wow. What that? Der Strubbelpeter. Das war eines meiner Lieblingsbücher als Kind früher. Also ich kenn's nicht. Nicht? Der Strubbelpeter. Kennt ihr den? Mit seinen langen Nägeln und langen Haaren. Leute, ich habe 2 und 1 Euro. Magst du 3 Euro haben? Mann, die Bilder kenne ich noch. Das sind genau die gleichen Bilder wie in meinem Buch damals. Papa, willst du 3 Euro haben? Goldtaler. Leute, wollt ihr? Also, Buch war dabei. Goldtaler sind drin. Was haben wir hier noch? Oh, ein Playboy-Hasen. Für Ilkay. Stand das da auf? Ja. Ilkay. Playboy-Häschen. Okay, mache ich den Ding wieder drauf hier. Für Ilkay. Ein Violetter. Und Mama hat auch was bekommen, ein Pferdchen. Violetter. So, Mama. Okay. Fällt ihm um. So, was haben wir noch? Monster High Magazin. Und du hast ein Cinderella. Violetta. Auch ein Violetta-Heft. Dann haben wir hier Süßigkeiten mit einer Karte. Süßigkeiten. Viele Süßigkeiten. Nochmal ein Pack für Chihan mit Süßigkeiten und einer Karte. Dann haben wir ein Bilderlexikon Happy Meal Edition. Und Tipptoy. Mili. Und wir haben eine Menge Hörspiel-CDs. Lili und der Zauberkünstler. Hexe Lili und der Meisterdetektiv. Hexe Lili im Koboldland. Lili und Robin Hood. Und Lili und König Artus. Wow. Und noch ein Nagellack. Auch noch dabei. Und da haben wir noch ein paar Süßigkeiten drin, gell? Danke, Michelle, für deine schönen Sachen. Ja, waren echt ganz tolle Sachen bei Tolles Paket. Jetzt machen wir zuerst mal hier, ich habe noch hier eine riesen Tüte stehen. Genau, mich angucken, ja. Das sind jetzt von verschiedenen natürlich Geschenke drin. Hier haben wir eins. Ein Plakat, das mache ich dabei auf. Woo! Ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Wow. Ihr macht coole Videos. Family. Fun. Und so weiter. Schön. Jetzt wird es ein bisschen durcheinander, wie ich gesagt habe. Wir haben alles da dann reingestopft, weil wir konnten es nicht mehr tragen, einzeln. Jessica, Celine, Ocean, Sandra. Okay.
Millet, Tagebuch von Jessica Millet. Du sollst kommen. Ich freue mich, dass du kommst. Schön, danke. Du bist die Schönste auf der ganzen Welt. Dein Freund. Dein Freund. Das dabei. Für Millet, Jessica. N plus J, Jessica und Millet. Oh, schaut mal. BDR-Shop. Guck mal, die Maus, die echte Maus, die Maus. Ist doch nicht echt. Doch, das ist die echte Maus von der Sendung mit der Maus. Die Maus steht da. Ein Radier. Einzigartige Maus. Ein Radiergummi. Cool. Mein Skateboard. Aha. Ein Skateboard-Radiergummi hat es gegeben. Genau. So, da haben wir Spitzer für groß und klein, auch von der Maus. Dann haben wir lauter so Döschen hier, so Schlüsselanhänger. Die sind ja total süß, die Dinger. Chubbs, Musket, Butterscotch. Die sind hübsch, schaut mal. Und dann noch einen Radiergummi von der Maus. Echt? Genau, und dann haben wir noch Bilder zum Ausmalen. Verschiedene. Wir haben eine Postkarte noch von der Maus und einen Brief für Millet. Oh mein Gott, für einen nur. Für alle. Eine schöne Karte. Hallo Millet, ich heiße Melilche, kann das sein? Was? Kannst schlecht lesen, Melike? Melike. Wahrscheinlich. Ja, Melike. Melike. Und bin 7. Als ein großer Fan von dir schenke ich dir die berühmte Maus aus Köln. Liebe Grüße, Melike. Cool. War echt eine tolle Idee. Ich bin mit der groß geworden. Die Sendung mit der Maus und Elefant. Für alle. Cool. Freut mich. Für alle. So. Alle. Will die Perlenherz. Dann war hier drin. Was ist das? Auch so ein. Millet hatte vorher schon einen in der Hand. Sind, glaube ich, mit Reis gefüllt. Luftballon. Und dann was drauf gemalt. Für Robert mache ich auch. Da hat es noch drin. Bettwäsche. Und auch so Gummis. Guck. Kommst du von dem rausgekommen? Bettwäsche für Puppen. Selber gemacht, so wie es ausschaut. Mit M drauf sogar. Seht ihr? Ich sehe nicht. M für Millet. Aha. Das ist ein neues Kissen. Und da steht Lotta. Und das ist für dich, das Kissen. So als Nackenkissen. Ganz gut. Mein. Was? Oh mein Gott. Mhm. Und das Kissen kommt von Seda. Die hat das gebastelt hier. Und dann haben wir hier noch was zum Lesen, glaube ich. Ein Buch. Ich habe Baby Millet, der Kanal für Kinder. Oh, so Mühe gemacht. 50.000 Abos. Ich will auch was sehen. Wir haben mehr wie 15.000, gell? Von welchen her? Family Fun, 50.000. Darf ich mal gucken? Trifft es eher zu gerade, gell? Wow. Und da unten ist noch mein Kanal. Und hier ist noch ein Bild von ihr. Ich glaube, die habe ich irgendwo. Ja. Genau. Hübsche. Die erinnern mich, glaube ich, noch. So, das war's. So, also, Millet hat hier raus einen Radiergummi. Blumenstifte. Und machst immer noch auf, oder? Ja. Dann haben wir noch das Büchchen hier. Büchlein. Hello Kitty. Schule macht Spaß. In Phantasialand.
Liebes Cute Baby Milady, ich bin Savo und bin 10 Jahre alt. Ich gehe aufs Gymnasium Frechen in die 5. Klasse. Mir gefällt die Schule ganz gut. Meine Schwester heißt Sivan und sie ist 7 Jahre alt. Sie geht auf die Ringschule in Frechen. Sivan gefällt die Schule auch ganz gut. Das gehört dir, Papa. Ihr macht sehr, sehr coole Videos. Wenn Milay lacht, müssen wir auch lachen. Die Challenges zu gucken macht voll Spaß. Obwohl Milay noch klein ist, kann sie sehr gute Videos machen. Aino sieht immer sehr hübsch aus. Robert kann sehr, sehr gute Videos drehen. Und Shirin ist ein cooler Typ. Wir wünschen Milay noch ganz viel Spaß in der Schule. Liebe Grüße, eure Savo und Sivan. Ihr habt den besten Kanal. Danke. Und danke für die Geschenke. Ja, voll. Ich habe mich auf alles gefreut. Am meisten auf alles. Ja, auf alles. So, dann tun wir das mal wieder weg hier. Und so ein Stempelroller war noch drin. Das kommt hier raus. Wow. Eine Muschel. Wow. Schatztruhe. Oh Gott. Mit? Loom. Looms. Aber innen drin noch schön dekoriert. Schaut mal. Oha, wer hat es gemacht? Toll, wer hat es gemacht? Kann man schön hinstellen. Wer hat es gemacht? Kann man ja die Looms auch rausmachen und was anderes. Und wer hat es gemacht? Das weiß ich nicht. Das war jetzt so in der Tüte. Wow. Wow, der ihn das gemacht hat. So, dann haben wir hier noch eine Köln-Tasse. Souvenirshop. Cool. Leider auch nichts dabei. Eben aber sei. Papa, das Schaut ist mal, kein Loom. Eine Köln-Tasse. Papa, das ist kein Loom. Das ist sowas. Ja, das sind doch auch Loom-Bänder. Die sind ja bloß zusammengemacht. So. So, was haben wir noch alles in der Tüte drin? Wir haben eine riesen Schachtel Trolli-Gummibärchen. Das kann ich mit in meine Schule nehmen. Guck mal, Milay, kannst du zeigen? Also einmal eine süße Miezi-Katze. Miau, 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 miau. Genau, das ist sogar eine kleine Handtasche. Dein Ernst? Ja, das hat Henkel und da kann man sie aufmachen. Sag mal, arme Katze wird es operiert. Zup. Zup. Ohne Betäubung. Also viel passt nicht rein, aber so ein bisschen Geld und so kann man schon rein. So, da weiß ich jetzt auch nicht, wer uns die Katze in die Hand gedrückt hat. Ob die irgendwo dabei war oder ob wir die... Fußball! Für den Skihang gedacht. Ha? Dann haben wir 5 Euro Online-Rabatt bei Douglas. Einen kleinen Gutschein. Und ein kleines Krokodil. Das ist Schnappi. Das kleine Krokodil. So, ja, und ein Fußballbuch haben wir noch. Happy Meal. Von McDonald's. Mhm. Okay. Ich habe das. Was haben wir hier noch? Was ist das? Kann man mir leer vom Kopf hauen? Au! Tut doch gar nicht weh, ist das Schaumstoff. Styropor. Geh mal her. Au! Für eure Katze. Ah, zum Spielen für die Katze. Das könnte funktionieren. Von Paulina für Milay. Sabalot. Also danke, Paulina. Hilfe! So, ich weiß jetzt aber nicht mehr, was da alles drin war. Auf jeden Fall danke. Ja, so, danke. So, weiter. Da haben wir noch was. Was wird Lilly? Lilly? Von Lilly. Von Emma und Lilly für Cute Baby Milay. Guck mal! Was sind das? Das sind auch Bügelperlen. Das ist voll anders. Ein bisschen zu heiß geworden. Das habe ich so noch nie gesehen, aber schaut trotzdem cool aus. Ha? Ja. So dreidimensional, guck mal. Was für Papa, bitte schön. Für Milay. Was kriege ich? Für den Papa von Emma. Für Milay.
Aha, ein Minion. Lieber Papa, bist so cool wie ein Minion. Ich bin so cool wie ein Minion. Guck mal, was Mama bekommen hat. Was? Blume? Ja. Liebe Mama, du bist so schön wie die Blume. Oh, für mich. Mama ist so schön wie die Blume. Ich bin so cool wie ein Minion. Deckel. Du bist Deckel für Milay von Emma. Deckel. Für Tian. Tian. Snoopy für ein Tian. Was? Ich kann es nicht lesen. Für alle. Für alle. Für Milay, Vorsicht öffnen. Okay, dann mache ich es. Vorsicht öffnen. Ich mache einfach mit dem Bild auf. Dann ganz lang. Für alle. Happy Eastern. Lustige Osterbande. Kinderschokolade. Für alle. Tada! Aha, Sticker sind noch rausgekommen. Ich mach das auch. Ein Stickerbogen mit Hasen. Das kleine Krokodil ist nah an mir. Mach bitte. Ein Buch. Barbie, zauberhafte Weihnachten. Papa, das geht, das Brief geht voll lang, Papa. Für dich, Papa. Oh, ja, den lese ich jetzt aber nicht vor. Schaut mal. Cool. Hat sich aber jemand echt Mühe gegeben. Das könnte unser längster Brief sein, den wir bekommen haben. Papa, bleib mal hier drüben. Dann geht's immer noch weiter und weiter und weiter. Und weiter und weiter und weiter und weiter, 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 weiter. Schaut mal an. Das weiter, ist ja mal weiter. Cool, cool, cool. Ich oh, lustige Sprüche und bla bla und weiter geht's und weiter geht's. Und noch Logo. Wow, da hat sich jemand so viel Mühe gemacht. Eure Elli, Kim, bis zum nächsten Mal. Aber ist zu Ende, leider. Wir konnten Tag und Nacht was hier sitzen, aber es ist ja zu Ende. Okay, super. Ich roll es jetzt mal zusammen, damit es nicht kaputt geht. Das muss ich mir mal in aller Ruhe anschauen. Ist ja cool. Ich glaube, das kann ich sagen, unser coolster Brief, den wir bisher bekommen haben. So viel Mühe hat sich noch niemand gemacht, glaube ich. Niemand im Leben. Boah, da wurde ich schon einen Tag dran schreiben oder zwei, glaube ich. So, muss ich später lesen, wer kommt hierher. Kriegt einen Sonderplatz. So, haben wir's? Da, Papa, sind noch Haufen. Ja, da haben wir noch was. Ein Kästchen. Hier habe ich ein paar Sachen, die lose sind. Milays Tagebuch. Selbst gebasteltes Buch. Dann steht das in Schilders. Tagebuch. Kaugummis! Buch haben wir bekommen. Hubba Bubas. Chupa Chups Babo. Cola. Cola! Von Sophia. Morgen. Hallo Good Baby Milay und Family Fun. Ich bin Sophia und 10 Jahre alt. Ich schaue eure Videos mir an, weil die so lustig sind. Euer Kanal Family Fun ist auch spannend, witzig und hat die vielen Abonnenten sich verdient. Ihr, Aino, Robert, Jihan, Milay, Hakan und Ilkay seid eine echt nette Familie. Ich habe schon noch ein paar Fragen an euch. Geht Milay in die OGTS-Betreuung nach der Schule? Ja. Geht sie in die Mittagsbetreuung bis 3:30? Streiten sich Jihan und Milay viel? Auch nicht mehr wie andere Geschwister, glaube ich. Ist es Robert und Aino egal, ob Milay auf die Realschule kommt oder soll Milay aufs Gymnasium kommen? Ja, boah, jetzt noch schwierig zu sagen in der ersten Klasse. Natürlich wünscht man sich, dass die Kinder auf eine möglichst hohe Schule gehen. Aber, weiß nicht, ich finde es jetzt nicht ganz so wichtig wie vielleicht andere Eltern. Wenn es nur also für die Realschule reicht, dann ist es halt so, ne? Also ich mag gern in die Realschule gehen. Traumfahrer Farbzauberbad von Kneipp. Eine Badewasserfarbe von Kneipp.
Diesmal nicht von Tinti. Können wir mal testen. Und dann hat es noch ein paar Gummis drin. Und ein paar Sticker. Panya. Ja, genau, von Kung Fu Panda. So. Jetzt machen wir weiter. Was haben wir hier noch? Good Baby Lay ist der beste Kanal auf der Welt. Haben wir auch noch bekommen. Ever auf der Welt. Da hat es noch was. Was? Was ist das? Das kann man essen. Ach, den haben wir schon gehabt. Der ist mir runtergefallen. Dann haben wir hier noch eine Tüte voll. Elsa! Ach du Schande, meine. So, das war noch drin. Ich weiß nicht, ob es einzeln war. Eine Mini-Kerze. Seht ihr den Bären da drin? Ganz süß. Für Milay und Chihan. Für mich also. Aha, ein Looms. Loom, einmal für Milay, einmal für Chihan. Sogar die Größen könnten passen. Für Milay ein Nagellack in Lila. Für Ainur und Robert. Loom. Aha. Alles klar. Einmal Papa, einmal Mama. Das ist cool. Die vier verschiedenen Farben. Entschuldigung, konnte ich nicht richtig einpacken. Von Selina und Victoria. Wie lange packst du jetzt noch aus? Weiß ich nicht. What? Das? Ach, die Schmink. Make-up-Schwämmchen. Na cool. Guck mal, was Tian bekommen hat. Make-up-Schwämmchen. Für Milay. Nein. Ja. So für Tian. Und dort ist. Oh, den kann man zerlegen, den Ball. Ein Fußball, den man zerlegen kann. Wow, und wow. Zusammenstecken kann. Da kommt das Monster heraus. Irgendwie ein Flummi ist. Woo! Ein Handy. Mein Monster High Handy. Für Milay. Ist es ein echtes? Make-up Kit. Amazing Colors. Ist es ein echtes? Ist das ein echtes? Nein, kein echtes Handy. Aber mega cool, ja? Alter Schwede! Also noch ein Nagellack. Und dann schaut mal. Ich glaube, ich bin. Das war hier drin. Milay zeigt es ja immer nie. Ich glaube, ich bin ein Tick. Tack. Gib mir her, ich zeig's. Das ist ein Handy. Ich will's haben, das Schaut Handy. Schaut aus wie ein iPhone. Und das kann man dann aufklappen und dann ist drin ein Schminkset. Cool. Darf ich wieder haben? Mit. Sind das alles Lidschatten, oder? Ja, für die Augen. Eyeshadows. Ah, ich weiß noch, von wem das ist. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich aber. Seda. Alarm, stopp. Ich habe. Ich mach mal den Umschlag auf hier. Wow. Da war drin ein kleines Schokoentchen. Dann machst du es mal auf. Dann Papa. Die Maus. Bleistift kaputt mit Radiergummi. Also, den ist ja nicht so tragisch. Ein Chili-Pferdchen und ein Brief. Papa, mach du mal auf. Bitte. So, und der Brief ist von Lena. Liebe Milay, deinen Kanal gucke ich schon total lange, außerdem finde ich dich total süß. Grüße, Lena. Das ist schon was gemalt noch dazu. Hallo, danke, Lena. Ich bin auch ein Fan von euch. Mhm. Wer ist das? Guck mal dir doch eine Unterhose an. Eine Barbie, die eine Unterhose anhat. Cool. Ich bin die Lena.
Zeig dir ein bisschen. Oh mein Gott. Topmodel-Stifte. Neon-Pink, Neon-Green, Neon-Lime. Topmodel-Stifte. Dann Süßigkeiten. What? What? Extra Sumive, Verda. Dann nochmal von Verda. Bonbons. Und nochmal. Und nochmal. Du kennst auch dann Röschen, gell? Hm? Und dann haben wir den rausbekommen. War noch ein Ü-Ei drin. Ja, und was zum Basteln. Oh. So. Du, Papa. Unser Tisch ist übervoll schon wieder geworden. Guck mal, da kann ich so rechnen wieder. Genau, lass mal mich. Sieht die Mami. Liebe Cute Baby Native, mein Name ist Celine. Ich bin 8 Jahre alt und bin ein Riesenfan von euch. Meine Schwester ist auch ein Riesenfan von euch. Meine Schwester heißt Pelin und ist 5 Jahre alt. Wir sind alle Türken. Ich habe meiner Mutter gefragt, ob sie euch auf Instagram folgt und sie hat ja gesagt. Und ich und meine Schwester haben uns gefreut. Wir schauen uns jeden Tag die Bilder an und die Bilder sind wunderschön. Liebe Grüße an alle, deine Celine und Pelin. Milay, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Dabei ist das rausgekommen. Passt doch, schön geworden. Wie kann man sowas holen? War das da drin, Maus? Ja. Da ist noch was. Für Einur und Milay. Also für mich, darf ich. Mach du auch? Sag mal Milay. Mimi. Nein. Mimi. Cute Baby. Mimi. Milay. Family Fun, ihr seid die Besten. What? Ihr verdient ein Stern. Ihr seid die besten YouTuber. Nein! Looms! What? Looms, Mann. Einzeln! Das hab ich jetzt angestellt. Hallo Cute Baby, ich heiße Defne und bin 10 Jahre alt. Ich bin ein großer Fan von euch. Ich gucke jeden Tag eure Videos. Endlich kann ich euch live sehen. Milay, du bist so süß. Und hier unten habe ich noch Fragen. Auf der Rückseite habe ich was gemalt. Milay, sollen wir Freunde sein? Jo. Oder auch keine Ahnung. Ist schwierig halt, gell, wenn man sich nicht kennt. Grundsätzlich ja. Könnt ihr mich im Video mal grüßen? Nein. Defne, das mache ich dann hier. Denn in den anderen Videos grüßen wir nicht mehr. Das haben wir einstellen müssen, weil einfach zu viele Anfragen kommen. Ich müsste jedes Mal 20 Namen von der Liste lesen. Das macht auch keinen Spaß mehr. Keine. Ja, nee, keine. So. Könnt ihr eine 7-Sekunden-Challenge machen und eine Asia-Candy-Challenge? Also Asia-Candy machen wir ja ständig. 7-Sekunden-Challenge machen wir noch. Ganz klar. Das waren die Looms. So, meine Tüte ist jetzt dann leer. Was haben wir da? Was ist das? Ein Spitze. Ein Spitze. Die sind jetzt hier rausgefallen. Das waren lauter einzelne Sachen. Das ist wieder ein Lipgloss hier. Süße Sachen. Was zu trinken. So, Milay, da ist auch noch eine Tüte. Und noch mal ein Bild von unserem Kanal. Autsch, viel Mann. So, was war da alles drin? Haribo macht Kinder froh. Haribo macht Kinder froh. Liebenso macht Kinder froh. Das räumst du für alles auf. Na, ich mach's nicht. Milay räumt alles auf. Nein. Der Lipgloss ist für die liebe Mama, die Eiskönigin-Sachen sind für Milay, der Anspitzer ist auch für Milay, die Süßigkeiten sind für alle. Mein Lipgloss. Wo war da was von Frozen? Keine Ahnung. Ich hab nichts. Ich hab jetzt auch nichts gesehen gerade. Der Button ist dabei. Ja, genau, der ist noch rausgefallen. Ein Frozen-Button. So, jetzt haben wir noch 7 Päckchen. Für die Königin Milay. Aha. Für Milay, die Königin. Hoffentlich freust du dich auf das Geschenk. Da ist mal ein Geschenk drin. Was?
Weihnachtsmann-Geschenk drin. Was war da? Nix. Eine Adresse. Ja, von toll. Sidra. Ja. Mach weiter. Ich mag es haben, ich mag auch so ein Kleid haben. Ein Kleid für eine Barbie. Oh, wie sagt sie? Okay. Sticker. Warum sind die Barbies sind noch so schöne Kleider, Papa? Blumen mit Armband. Papa? Ja, Maus? Warum kriegen die Barbies immer so schöne Kleider und ich nicht? Weiß voll nicht. Unfair. Okay, da sind einzelne Looms drin. Für Miley. Aha, Shampoo und Spülung. Märchen. Prinzessinnen-Shampoo. So, hier haben wir für dich Armkettchen. Oh. Eine Figur. Das ist ein E-Ei. Oh. Für Miley und? Ein Anhänger von Hello Kitty. Ein Loom Minion. So was ähnliches wie eine Lego-Figur. Und einen Affen und ein Sticky. Papa, machst du das mal auf? Haarclip. Wow, für Miley Schmuck. Und da kommt noch ein Ohrring raus. Ja, guck mal her. Das kommt da dazu. Für Miley Schmuck. So, also danke Sidra für das tolle Päckchen hier. Mit einem Haufen Sachen drin. Tada! Oh, hopp! Mal auf. Hol es mal raus. Die drei Sachen. Drei kleine Pakete drin. Im großen Paket. Guck mal, was ich Hallo, bekommen habe. Was ist das? Radiergummi. Ein riesen Radiergummi. Guck mal. Guck mal, was ich bekommen habe. Ich hab Labello. Baby Labello, das liebt sie. Baby Labello? Baby. Was ist das? Isana Kids Badeperlen Erdbeere. Wieder was zum Baden. Diesmal wieder eine andere Marke. Isana von Rossmann. Okay. Miley, guck, ich zeig dir mal. Das war da alles drin? Ja. Wow. Und wir haben noch zwei. Das ich ist mach für eine auf. Für Mama. Hallo ihr Lieben, ich bin ein ganz großer Fan von euch und jetzt ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich werde euch treffen und kann meine Post auch persönlich geben. Für Mama. Ihr seid ein Lindt-Schokoladenhase. Ihr seid eine richtig witzige Family und habt überall Spaß. Und wenn es mir nicht gut geht und ich euren Videos Mileys Lache höre, muss ich direkt mitlachen. Egal was ihr macht, zaubert ihr mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich bin selber 9 und bin in der 3. Klasse und ich bin auch 40. Verändert euch nie für andere. Ich habe noch Fragen. Kann Robert mal mit dem Bobbycar ins McDrive fahren? Na, hallo, guck, wollt die sagen auch. Glaube ich, einmal machen, ja, wollen wir immer noch. Könnt ihr mal dann Robert mach. Erschrecken? Wir schrecken schwierig, nicht. Versuchen sie schon wir die ganze Zeit. Mal. Oder könnt ihr Ilkay und Hakan erschrecken? Ihr seid eine wunderschöne Familie. Ilkay und Hakan, die Hüsner. Haben wir noch nie geprankt. Also, Hüsner für die, guck mal, danke für mich, die tollen Sachen. Für mich. Nein, der war für Robert. Nein. Doch, ich habe es vorher schon gelesen. Das dritte Päckchen war für Robert. Mein Esspapier. Okay, teilen wir es uns. Ja, teilen. So, weiter. Loom-Attacke. Wow, ein Riesenbeutel voller Looms. What? Ein Poster für Miley. Papa, für dich. Für Papa? Ja, cool. Sortiert nach Farben gleich. Schaut mal, meine Ostereier. Muss ich gar nicht lang suchen. Ja, kannst du gleich suchen, Mann.
Nagellack wieder mal. Hm? Entschuldigung, es ist hässlich geworden. Eigentlich so, Milay, Tier, Mama, Papa, okay. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wem das Paket gehört. Da ist noch ein Bild. Steht das drauf? Family Fun, nein. Ich weiß nicht, wem es gehört. Guck. Genau, ein Nagellack noch dabei. Dann haben wir Seifenblasen, ein Lumband und zwei Violettas. Aufgabe! Das fertige Lum ist für Chihan. Der hier. Zweite Aufgabe. Lums, alle. Okay, Brief war jetzt keiner dabei, glaube ich. Nee, aber Leute, Entschuldigung, trotzdem ich weiß, danke. Ich hab's gehört. Genau, danke trotzdem. So, machen wir weiter. Kommt die nächste Box hier. Boah, schaut mal an. Oh, Hochschuhe, ich will auch so welche haben. Die sind bestimmt von Monster High. Zeig's mal bitte. Leute, ich mag auch so welche Hochschuhe. Und dann noch eine haben. Handtasche von Monster High. Voll unfair. Was haben wir noch? Karten drin von Tom und Cherry. Ein Little Pony, zwei Shopkins, die ich noch nicht habe, bin ich mir ziemlich sicher. Aber magst du Star Wars Karten? Aber magst du ein Eis essen? Ketten. Magst du ein Eis essen? Komm mal her. Genau. Dann haben wir die Tom und Jerry Karten hier, einen ganzen Stapel voll. Ein Slap. Armband, Slapband für Milay von Frozen. Guck mal. Mach mal. Tschupu. Darf ich mal bei dir machen? Noch mal zwei Ketten. Papa, ich will es mal bei dir machen. Die Schuhe. Papa, komm her. Eine Karte noch. Papa, komm mal her und gib mir mal irgendwie eine kleine Stelle. Geht nicht. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Haufen Zettel. Also ich mach mal das. Ein Bild von Yelda für Milay. Oh, mein Bild für Milay. Yelda, 9 Jahre alt. Yelda, von 9 Selma Jahre für Milay. Deine Geschwister zu sein, hä? Huh? Wow. Yelda, 9 Jahre. Hat das Bild gemalt. Cool, ich will noch mal so Yelda 9 Jahre. Sag noch mal. Selma, 9 Jahre. Und das ist Milay. Beim Blumenpflücken. Was? Wie sehe ich aus, bitte? Jetzt sag ich mal her. Annemarie ist bei mir. Yelda, ich komme aus Aachen. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen, Kochen. Wir sind eine der größten Fans. Ich bin auch Bürgerin. Ich hoffe, du hast dich über alles gefreut. Liebe Milay, wir sind deine größten Fans. Ich heiße Yelda und meine Cousine heißt Selma. Wir sind einer deiner Abonnenten. Wir haben uns gefreut, euch live zu sehen. Liebe Grüße, Yelda. Einmal nochmal. So, wir haben uns auch gefreut. Ich heiße Selma. Meine Hobbys sind Kochen, Tanzen und sportlich und ich bin. Lass dich lieber zu. Bin? Das kann ich jetzt nicht lesen. Was denn? Was denn? Und ich glaube, das Bild gefällt Milay. Und ich freue mich, dass ich euch gesehen habe. Uns hat es auch gefreut. Und da haben wir wieder einen Umschlag voller Looms. Okay, dann haben wir die letzten drei. Oh, die passen zum auf zum Endspurt. Guck, die Babys kriegen immer voll schöne kleine Waffe. Mia, hallo, ich brauche Kleider, hallo. So, was haben wir denn alles drin? Ein Buch bestimmt. Für Milay. Eine tolle Violetta-Schachtel. Für die besten YouTuber. Wer ist das? Für Milay. War das auch da drin? Maus?
Ja, es war hier drin. Da wo ja, dann zeig's halt. Ein tolles Barbie-Kleid. Und mit Lay will es euch nicht zeigen. Kaugummi. Kaugummi. Active Air. Liebe Imlay, ich heiße Tuana, bin 8 Jahre alt. Ich bin euer allergrößter Fan. Ich kenne alle eure Videos bisher auswendig. Ich finde, ihr macht das ganz, ganz toll. Imlay, ich finde dich so süß. Immer wenn du lachst, muss ich mitlachen. Imlay, du bist die Süße. Aino, du bist die Schöne. Robert, du bist der Lustige. Und Shian, du bist der Zocker. Ein Kugelschreiber. Okay, Tuana. Ein tolles Buch noch dabei. Mein erstes Lesebuch, systematische Leseförderung ab 7 Jahren. Auch nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Das ist ein Radiergummi. Echt? Ja. Für Milay und 1 Uhr. Pack mal die anderen Sachen bitte aus. War das auch noch drin? Mil. Schneewittchen. Da steht Mir. Da steht Mir. Mil. Ja, da ist was abgehängt. Oh, ein Umschlag voller Loom. Familie. Aha. Das sieht nach Little Patchup aus. Zeig her. Und jetzt kommen die Sachen. Oh, dazu. Noch mal so ein Ding. Oh, ein Shopkins. Ein Ü-Ei-Ring. Und noch ein Ring. Zwei Ringe. Shopkin war drin. Spannung steigt. Oder war der was drin? Krieg ich? Was krieg ich? Tote? Ich krieg eine Armband. Okay, ein Armkettchen. Ich mag schaut mal unser Tisch. So, und jetzt da bekommt Papa endlich seine Bohrmaschine. Habe ich da schon Spaß gemacht in Köln. Habe gesagt, wow, cool, eine Hilti-Bohrmaschine. Das ist keine Bohrmaschine. So, ein ausgepacktes, dann eine Maske, selber gebastelt. Eine Figur, der Lino. Kennt ihr den? Lino, sagt mir jetzt nichts im Moment. Dann haben wir da noch ein Fili. Mini. Oh. Oh, wie viel haben wir denn da? An alle da vorgelesen werden, könnt ihr die Löwenklasse 3 grüßen. Hallo, wir sind große Fans von euch und kennen jedes Video. Namen dürfen vorgelesen werden, Bilder bitte nicht zeigen. Das ist nett gemacht. Ah ja. Die Eileen. Die hat uns doch schon mal geschrieben, einen Brief. Wer? Und die Michelle. Wo versteckst du das? Da drunter. Drunter sind die Bilder. Ja. Cool gemacht. Hä? Könnt ihr mal Milays ganzes Playmobil zeigen? Könnt ihr mal Milays Zimmer zeigen? Oder Chians? Könnt ihr die Lösung? Also Chian hat eine eigene Roomtour gemacht. Milays Zimmer hat man schon zweimal gesehen in den Videos. Und alles Playmobil zeigen machen wir vielleicht mal, ja. Kann ich jetzt nicht versprechen. Ist ein Haufen aber Aufwand, das alles wieder rauszusuchen. Alles. Weil Milay alles durcheinander hat. Da müsste ich, glaube einige Stunden aufbauen. Ich liebe auseinanderbauen. I love you. Oh, ich habe Hochschuhe. Darf gezeigt werden. Oh. Bitte sei mir jetzt nicht böse, dass ich nicht alle aufmache. Unsere zwei Logos hier. Da sind noch so, so viele Sachen hier. Schauen wir später noch an, wir zwei. Sonst wird das Video wirklich zu lange. Wir haben hier noch und wir haben noch ein Entlein, das, glaube ich, bei Berührung mit Wasser leuchtet. Eine Badeente. Die lassen wir mal beisammen hier, die Sachen. Da haben wir noch irgendwas Eingepacktes. Oh, von Nerf. Oh, guck mal, Stempel. Ein Wurfstern. Papa, ich mach Stempel hin. Mhm.
Okay, dann machen wir unser letztes noch auf. Was haben wir da noch? Könnt ihr mir mal ein Backkochvideo machen? Könnt ihr mal Sommeroutfits zeigen? Könnt ihr mal alle eure Schuhe zeigen? Könnt ihr mal die Löwenklasse grüßen? Könnt ihr mal, wenn ihr einen Garten habt, den Garten zeigen? Das machen wir auf jeden Fall dieses Jahr. Könnt ihr euch mal blind gegenseitig schminken? Haben wir auch schon gemacht zum Teil. Könnt ihr mal eine DM-Haul machen? Ja, mal schauen. Könnt ihr mit den anderen YouTubern mal was drehen? Bester Kanal der Welt, das sind alles Videoideen, die ihr machen könnt. Ja, hat Chiran schon eine Freundin, hat er beantwortet im Fragen und Antwort. Und wie alt seid ihr alle? Das müsstest du wissen, wenn du eines unserer Fragen und Antworten Videos geschaut hast. Wie alt wir sind. Genau, also gehen wir zur letzten. Frisbee geworfen. Aber das räumst du alles bitte auf. So. Ole, ole, ole. Das kommt mal wieder raus. Wir haben hier Süßigkeiten eingepackt. In der Loom-Tüte. In Loom-Tüte. Dann haben wir Loom extra. Kufu Panda. Dann haben wir Looms. Dann haben wir Looms. Looms, fertige Looms, leere Looms. Dann haben wir noch mal Looms. Ein Nagellack in Weiß. Dann nehme ich erstmal die ein Lolli. Eine Schraubkissen. Was Süßes. Ein Nippon. Was das auch mal wieder immer ist. Dann eine Disney-Prinzessin aus dem großen Ei, glaube ich. Dann was noch eingepackt ist. Loom-Anhänger, Fußball. Dann was Eingebacktes. Ich mach's mal auf. Drei Armreifen. Was Süßes. Zwei fertige Looms für Mama. Noch ein Band. Und noch mal was Süßes. Und dann haben wir ein paar Briefchen drin. Wir haben einfach nur ein Tuch bekommen. Ein Tuch bekommen. So, was steht da noch drin? I love Miley. So. Hallo Miley, meine Schwester und ich gucken jeden Tag eure Videos. Immer wenn Miley lacht, müssen wir auch lachen. Wir finden Miley so süß. Sorry, wenn nur was für Miley und die Mama Geschenke sind. Erste Sache ist aber für alle, aber bitte nicht sauer sein, weil da nur was für die Miley und Mama was drin ist. Die Sachen wurden nicht benutzt, nur die Loom-Figuren. Miley und die Mama müssen bei den Looms viel rumwühlen, aber ich hoffe, das stört nicht. Wir hatten kein Geschenkpapier, deswegen haben wir es in Loom-Packungen hineingetan. Liebe Grüße Miriam und Safia. Wenn ihr ein Video dreht über die Fangeschenke, wie das andere Fan-Treffen, dürft ihr den Brief vorlesen und die Sachen zeigen. Sorry wegen der Rechtschreibung und meiner Schrift. Wir haben auch einen Kanal von meiner Schwester Miriam Ferreira. Von mir, Sophia, Lieblingskanal. Okay. Und jetzt? Danke euch beiden. Ja, danke euch beiden. Und dann haben wir noch, ich kann nicht malen. Good Baby Miley Logo. Na, der Versuch ist auch schon mal so. So, und jetzt haben wir hier riesen Chaos. Das waren die Geschenke von Köln. Miley wird schon immer zu viel, merkt ihr. Die Sachen auszupacken dauert verdammt lange. Ich freue mich am meisten. Ich habe jetzt wieder dann den Spaß zu sortieren, weil Miley Telefon, 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 Telefon. Das ist dein Favorit jetzt, gell? Ja. Weißt du auch schon wie ein Telefon, wie ein echtes. Okay, also auf jeden Fall vielen Dank. Auch danke, dass ihr da wart. Ich bedanke mich wieder ganz besonders bei den Eltern, die sich die Mühe gegeben haben, mit den Kindern dort auch hinzukommen. Wir hatten ja einen Papa, dessen Brief ich auch vorgelesen habe. Die hatten 4,5 Stunden oder 5 Stunden Anfahrt. Boah. Jetzt bin ich da. Und mir hat auch gefreut, die ganzen Packungen auszupacken und mal wieder neue Sachen zu kriegen, ja, aufs Telefon, auf das und so. Am meisten hat mich von denen allen.
Okay, also dann bis zum nächsten Video. Na, morgen kommt Frankfurt Unboxing. Tschüss. Tschüss, Leute.